Nach dem Studium bist du erstmal auf Reisen gegangen, sagtest du? Ja, nach dem Studium war ich durch die Praktika in der Medizin verunsichert. Das war nicht die Medizin, die ich machen wollte. Das war so, also solltest du nicht reden mit den Leuten, sollst du den Blut abnehmen und Infusionen anhängen. Das war gar nicht, was ich beabsichtigte. Mich hat eher so die Psychosomatik fasziniert, habe ich auch bei Professor Elhardt an Psychosomatik gehört. Fand ich viel faszinierender. Doktorarbeit hatte ich auch über Psychosomatik, das kindlichen Asthma geschrieben. Also da ging schon viel los in die Richtung später Krankheit als Weg, Krankheit als Symbol. Allerdings wurde das aus der Doktorarbeit alles wieder rausgestrichen, was so von einem selbst war. Die wollten ja eigentlich nur, dass man Literaturstellen zitiert. Und das, was mir auch so geblieben ist, wenn ich mir denke, diese ganzen Skandale jetzt, naja, die haben einfach vergessen, die Zitate anzugeben. Ansonsten ist ja der ganze Wissenschaftsbetrieb in Anführungszeichen bei den Geisteswissenschaftlern abschreiben. Ja, da wurde einem ja gesagt, 150 Literaturstellen und du hast so und so eine Note. Aha. Also wissenschaftlich arbeiten ist ganz was anderes. Das ist auch etwas, was mich bis heute so verfolgt. Ich hätte nichts gegen die evidenzbasierte Medizin, die wirklich wissenschaftlich ist. Was wir haben in der Schulmedizin ist eine eminenzblasierte Medizin. Das ist ungefähr genau das Gegenteil. Da gelten Lehrmeinungen und da wird Wissenschaft ignoriert. Sonst wäre heute Fasten in aller Munde. Sonst wäre heute diese Peace Food, pflanzlich vollwertige Kost, in aller Munde. Ja, also da kann ich so sehr die Spuren aus den Anfängen meines Lebens, am Anfang liegt alles, das ist eins der Schicksalsgesetze, das dritte, kann ich ganz gut verfolgen. Also mit Bambi und dem Schrecken an diesem Film entwickelt sich dann allmählich Peace Food und so weiter. Und das ist auch in der Klinik so, also können Sie mal wieder im Rahmen einer Ihrer längeren Gespräche eine Infusion anhängen, bei der Niere auf Zimmer 17. Das sind Dinge, die haben mich dann zum Schluss so provoziert, dass ich zurückgekommen bin und habe gesagt, Zimmer 17 ist keine Niere, habe ich keine gefunden. Da liegt eine Patientin im Bett, ich glaube, die hat zwei Nieren, mehrere Organe, meinen Sie die? Und dann hat er mir in den Augen gerollt und hat gesagt, ja, hauen Sie schon ab und hängen Sie da die Infusion an. Also es war einfach so deutlich merkbar, redet nicht mit den Leuten, stecht sie, holt das Blut, lasst uns diese eingefahrene, aus meiner Sicht, seelenfremde Medizin durchziehen an deren Körpern. Und das hat dann dazu geführt, dass ich eigentlich nach diesem Pflichtjahr in der Klinik, ein bisschen länger auch geblieben bin, hatte ich Chirurgie gemacht, Innere und Psychiatrie, bin ich erstmal auf Reisen gegangen, ein Jahr lang, und habe mir mal angeschaut, was gibt es so an Medizin auf der Welt. Und das hat mir eigentlich wirklich sehr, sehr gut getan. Das würde ich jedem raten. Nicht gleich reinspringen in das, was da geboten ist, sondern erstmal schauen, was ist denn sonst noch im Angebot. Ja, also heute noch bin ich ja fassungslos, wenn ich Schulmedizin erlebe. Schulmediziner, wie arrogant und hochnäsig gegenüber der indisch-ayurvedischen Medizin sind. Die hat eine Jahrtausende Tradition und eine Philosophie dahinter. Genauso die klassische TCM, traditionelle chinesische Medizin. Ja, die ist ja unserer Schulmedizin, was die Philosophie angeht, bezüglich Kranksein und Gesundsein weit überlegen. Wir haben eigentlich nur so eine halbe Medizin, die sich nur um die Pathogenese kümmert. Wie werden wir krank? Alles, was in Richtung Salutogenese geht, wie werden wir gesund? Da kommt der Aaron Antonowski rein. Der hat sich darum gekümmert, aber die Schulmedizin ja eigentlich bis heute nicht. Und das ist ja auch geradezu was, ja, wenn man so drinsteckt, Witziges. Über Jahrzehnte, auch meines Arztlebens, was ja über 40 Jahre jetzt schon dauert, haben die sich lustig gemacht über uns Fastenärzte und die Darmflora. Jetzt haben sie es viel zu lange verpennt und durch Julia Enders, auch nicht durch ihre eigene Initiative, ich glaube durch dieses Feld Darm mit Scham von dieser Studentin, haben sie jetzt einen Darm entdeckt in mehreren Dimensionen. Dann nennen sie das Mikrobiom, hier ist genau die alte Darmflora, und jetzt ist es in aller Munde und ich bin froh darum, muss ich ehrlicherweise sagen, dass die Gastroenterologen aus ihrer Loge heraus tatsächlich jetzt das ein bisschen erweitert haben. So können wir heute feststellen, Parkinson beginnt im Darm. Der Tod sitzt im Darm, sagte ursprünglich schon Hippokrates. F.X. Meyer hat es dann noch bekannter gemacht bei uns in unserer Zeit, der österreichische Fastenarzt. Fakt ist, dass die früher das gar nicht rausfinden konnten, weil der Neurologe sitzt in seiner Neurologe, der Gastroenterologe in seiner Darmloge, die haben ja gar nicht miteinander irgendwie Kontakt gehabt, richtig. Und deswegen hat man Parkinson einfach nicht gut behandeln können. Heute kann man das, großer Fortschritt.
Jahrtausende, muss man sagen, haben sie versäumt, verpennt, was die Schamanen schon alles konnten. An Medizin, an Psychosomatik. Wie sie es dann entdeckt haben, kamen sie wieder mit so einem super geschwollenen Namen, Psychoneuroimmunologie. Darf man ja nicht übersetzen, weil dann kriegt man einen Lachkrampf. Ja? Also die Seelennervenabwehrgeschichte. Okay, und dann tun sie, als hätten sie es entdeckt. Trotzdem, die sind halt einfach mit so einem unheimlich geringen Selbstbewusstsein unterwegs, die Schulmedizin. Ich verstehe auch, warum. Die beschäftigen sich von 4 Ursachen nur mit einer. Das ist einfach zu wenig für die Medizin. Aber okay. Und ich bin immer froh, wenn sie dann wieder so einen Schritt schaffen, weil jetzt gibt es ja doch eine ganze Menge sogar Studien, die stützen, was ich so in Krankheit als Symbol, diesen Nachschlagewerk zur Psychosomatik schreibe. Diese umfassenden, die dann wirklich auch mythische Dimensionen und auch spirituelle Dimensionen mit umfassen. Also diesbezüglich habe ich da viel auf dieser Reise schon erlebt, wo ich mir sage, Respekt auch vor anderen Medizintraditionen. Die könnten uns so nützen bei unserer Schulmedizin, die ich ja nicht an sich abschaffen will oder so. Ja, ich will auch keine Alternativmedizin, wir brauchen schon die Schulmedizin. Die hat ja wirklich auch Glanzlichter und Höhepunkte. Ja, also wenn ich denke, meine Tochter, die ist mit einem schweren Herzfehler geboren worden, hat ein Down-Syndrom. Und da bin ich heute noch wirklich sehr dankbar, dass unglaubliche Kunsthandwerker in Gestalt von Chirurgen in dieses kleine Kinderherz eine neue Scheidewand gebaut haben, eine Mitralklappe nachkonstruiert haben und Naomi heute mit 27 quietschvergnügt ist. Ja, also es ist ja eine große Leistung, die mich auch mit viel Dankbarkeit erfüllt. Schulmedizin braucht man. Die hat nur sich sehr verengen lassen, indem sie sich in die Geiselhaft der Pharmaindustrie begeben hat. Jetzt nur noch eine Ursache, diese Causa Efficiens benutzt, die Sinnursache völlig aus dem Auge verloren hat und die Musterursache. Also sozusagen das, was Aristoteles da in die Medizin reingebracht hat oder überhaupt ins Denken reingebracht hat. Vorher war es ja analog bei Platon und Sokrates, seinen Lehrern. Und jetzt hat er das kategorisiert in 4 Ursachen. Ja, also da ist eine, die aus der Vergangenheit auf die Gegenwart wirkt, aber auch eine, die aus der Zukunft zurück auf die Gegenwart wirkt. Causa finalis, die Musterursache. Ist einfach zu erklären, wenn man sich vorstellt, Fußballspiel, Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt, ganzes Spiel kann man ja wissenschaftlich nicht in den Griff kriegen, müssen wir so ein ganz kleines Stück rausschneiden, das meint ja Analyse, schneiden. Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt, warum rennt der los? Machen wir es ganz krass, der Andi Brehme seinerzeit, Rom glaube ich war das. Ja, warum rennt der plötzlich los und haut auf den Ball? Jetzt müssen wir schulmedizinisch sagen, okay, da brauchen wir eine reproduzierbare Ursache der Vergangenheit. Das ist eine Causa Efficiens. Naja, da würde man, damit es reproduzierbar ist, müsste man den Pfiff des Schiedsrichters nehmen, weil der ist immer der gleiche. Und dann rennt der los. Aber deswegen hat der Mann nicht 20 Jahre trainiert. Der wollte in dem Moment ein Tor schießen, Zukunft. Der wollte Deutschland zum Weltmeister machen, Zukunft. Hat er auch gemacht und geschafft. Aber das wirkt aus der Zukunft zurück auf die Gegenwart und ist ja viel wichtiger als dass er jetzt der Schiedsrichter gepfiffen hat. Das gleiche mit der Musterursache, der darf den Ball nicht bei 7 Meter hinlegen, das wäre Handball. Fußball muss 11 Meter sein. Spielregeln, das ist, was Robert Sheldrake so mit den morphogenetischen Feldern, den formgebenden Feldern beschreibt. Das sind 3 wichtige Ursachen. Und die Schulmedizin benutzt nur eine. Die 4. ist die Causa Materialis. Klar braucht es in Deutschland Sportrasen, Muskeln, Rindsleder, Totem oder Plastik, Ball. So. Also Schulmedizin hat sich freiwillig komplett eingeengt und auch reduziert auf diesen Reduktionismus. Ja, die suchen eben im Detail, die dürfen den Apfel ja nicht patentieren, die Pharmaindustrie, Gott sei Dank nicht, sonst hätten sie schon gemacht. Und jetzt müssen sie irgendwas ganz Kleines suchen, was sie patentieren können, damit sie Geld draus machen können. Und die Ärzte haben sich genauso reduzieren lassen auf so kleine Bereiche. Also ich bin ja praktischer Arzt geblieben. Ich habe nicht mal diesen Facharzt für Allgemeinmedizin angenommen, sehe ich gar nicht ein. Ich bin praktischer Arzt und sehe das auch ganz praktisch. Ich muss den Leuten praktisch helfen. Und ich muss auch so mit denen reden, dass die es verstehen können. Und wenn dann in der Anfangszeit immer Kollegen oder Professoren gesagt haben, das ist ja populistisch, was sie machen, habe ich gesagt, ja, Gott sei Dank, ich rede so, dass das Volk, populär ist das Volk mich versteht. Ja, diese gelehrten Lehrmeinungen, die gar nicht wissenschaftlich sind, auswendig zu lernen, das habe ich mit dem Staatsexamen hinter mich gebracht. Das habe ich noch im Hinterkopf, sehe, dass es nicht besonders gut funktioniert. Und ansonsten versuche ich, praktisch Medizin zu vermitteln. Da brauche ich die 4 Ursachen, da brauche ich eine ganzheitliche Sicht, nicht nur den Reduktionismus.
die Nadeln zu untersuchen, der Nadelbäume, ist schon wichtig. Aber im Prinzip brauchst du ein Bild vom Wald auch. Beides gehört eigentlich in die Medizin rein. Deswegen würde ich so gerne Komplementärmedizin viel mehr publik machen. Wir müssen die Schulmedizin komplementieren. Ja? Um eine Ganzheitsmedizin zu haben, brauchst du eh alles. Da gehört auch die Schulmedizin natürlich dazu. Und Reflexzonenmassage der Füße ist nicht ausreichend. Halte ich für was Wunderbares, empfehle ich ja hier in Tamanga auch ständig, der Naturkur, aber reicht nicht. Ja? Ganzheitsmedizin meint alle Aspekte.